Ihr habt ja sicherlich alle vom Verbot von Musik gehört, ne, oder? Ja, dass man keine Musik hören soll. Oh, das ist aber streng. Aber es ist halt so, der Prophet a.s.w., der sagt im Hadith, in Sahih al-Bukhari sagt er, لَيَقُنَنَّ أَقْوَامٌ أُمَّتِي يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِّ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَزِفَ. Es wird Leute geben von meiner Umma, die Istihlal machen. Was heißt Istihlal? Istihlal heißt etwas, was haram ist, erlaubt erklären. يَسْتَحِلُونَ الْحِرَّ, Zina. وَالْحَرِّ, das ist Seide für Männer. وَالْخَمْرَ وَالْمَعَزِفَ. Und Alkohol und Ma'azif. Ma'azif sind Musikinstrumente. Das heißt, es gibt bestimmte Musiksorten, die auf jeden Fall haram sind. Das heißt, wo mehr Instrumente benutzt werden, außer die Ausnahme, die Handtrommel, und, also zum Beispiel E-Gitarre oder irgendwie sowas, ja, oder wo halt schlechte Texte vorkommen. Ich bin gestern kurz zum Supermarkt gegangen, nach dem Iftar, logischerweise, ne, Alhamdulillah, und wollte mir da was zu trinken kaufen. Einen kalten Kaffee. Und als ich dann auf dem Weg dorthin war, stell mal vor 10 Jahren, wenn es dann erzählt, ich trinke einen kalten Kaffee. Das war damals so ein Scherz gewesen, heute ist ganz normal. Ne? Und als ich auf dem Weg dorthin war, kamen dann hinter mir auf einmal 2 Jugendliche. Ja? Mit so einem Ghetto-Blaster. Und voll die Mucke da drin, ja. So, irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist der Immigranten-Rap oder so, keine Ahnung. Kennt ihr das? Irgendwie Immigranten-Rap aus Neukölln oder so, keine Ahnung. Kennt ihr das? Also, wer ist das? Wer macht das? Auf jeden Fall so voll Hardcore, ne? Keine Ahnung. Viel von diesen hinter mir am Latschen. Warum erzähle ich jetzt die Geschichte? Weil ich habe dann diese Musik gehört und ich habe dann auf einmal gemerkt, wie sich mein eigener Gang verändert hat. Siehst du? Da habe ich gedacht, nee, bleib erstmal stehen. Da habe ich mir erstmal rechts an die Seite gestellt, bin etwas in die Straße, habe die erstmal vorbeigehen lassen. Warum erzähle ich das? Weil glaubt es mir, diese Musik, das ist voll die Fitna, voll die Versuchung. Ich war selber musiksüchtig gewesen und ich sag ja, ich erwische mich auf einmal, wie mein Gang anders wird. Dieser Song, der bringt dich durcheinander. Ohne Quatsch. Guck mal, weil das ist wirklich wie eine Sucht und das weckt in dir andere Gefühle. Glaub mir, wenn du so eine Musik hörst, das weckt in dir schlechte Gefühle. Und deswegen, Brüder, kann ich euch nur eins sagen. Wer zu Hause MTV hat und zieht sich das rein, der wird es nicht schaffen, nach diesem Ramadan weiter in der Gehorsamkeit Allahs zu verweilen. Und Allah geschickt zu dienen. Weil diese Sache bringt dich auf einen anderen Weg. Glaub es mir, ich war in Marokko gewesen und ich habe eine Nacht im Hotel oder 2 Nächte im Hotel übernachtet. Und als ich dann durch das Hotel, durch das Foyer gehen musste, habe ich ein Lied gehört, was vor 10 Jahren nur so mein Lieblingslied gewesen ist. Wo man halt verschiedene Ereignisse mit verbindet. Dieses von Refugees. Die meisten, die in meinem Alter sind, die kennen das garantiert alle. Ja? Killing me softly with this song und so. Kennt garantiert jeder, der in meinem Alter ist. Glaub es mir, ich habe ja jetzt nicht gesungen, ich habe nur gesagt, wie das Lied heißt. Glaub es mir, ich hatte 2 Wochen den Ohrwurm danach gehabt. Mit diesem Lied. Das heißt, es ist wirklich eine Sache vom Scheitan, um die Leute durcheinander zu bringen. Und glaub es mir, du wirst keinen finden, der sich mit diesen Sachen richtig beschäftigt, der richtig auf dem, der es schafft, an der Religion richtig festzuhalten. Ich sage nicht, der ist kein Muslim oder so. Quatsch, natürlich nicht. Wir sind ja nicht von dem Schlag einiger anderer Leute, bei dem jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, direkt zum Käfer erklärt. Und das ist halt einfach eine Sache, die dich vom Weg abbringt. Glaubt es mir. Deswegen versucht diese Sache zu vermeiden. Die Gelehrten sagen, das Herz, ja, oder der Prophet sagt, es ist eigentlich wie so ein Gefäß. Wenn eine schlechte Tat kommt und du wehrst die nicht ab mit Istighfar oder das, deswegen lässt wie einen schwarzen, hinterlässt wie einen schwarzen Punkt. Und die sagen, es gibt 4 Gifte für das Herz. Und schau dir an, welches Gift bei dir vorhanden ist. Erstes Gift, schlechte Worte. Wenn schlechte Dinge erzählt werden. Du brauchst dir nur mal die wieder anzuhören, wovon da gesungen wird. Zweite Sache,
schlechte Dinge, die man isst. Zum Beispiel zu viel Essen und so weiter. Ja? Dritte Sache, dann natürlich auch zum schlechten Worten gehört natürlich auch das was man schlecht, das Schlechte, was man hört. Dann schlechte Blicke. Guck mal hier, MTV, du hast alles auf einmal. Du hast schlechte Worte, schlechte Blicke, weil du dir nur die Frauen anguckst, die am Abdancen sind, ja. Und schlechter Umgang, weil du guckst dir das mit schlechten Leuten an und zwischendurch isst du noch schlechte Sachen. Jetzt mal ohne Quatsch. Das sind Gifte für dein Herz und deswegen schau dir an, dass du dich versuchst, von diesen Sachen so gut es geht zu entfernen. Wir sind alle nicht perfekt. Wir machen alle Fehler. Wir müssen uns alle verbessern.